Es werden einige ausfallen, das steht ja schon fest, dass einige, vielleicht kommen noch ein, zwei dazu. Ist natürlich nicht leicht, aber jetzt müssen wir noch enger zusammenrücken und das Spiel mit aller Macht gewinnen wollen. Nach vorne wieder ein bisschen, noch einen Tick mehr machen als heute, das war vielleicht auch, dass wir nicht mutig genug waren teilweise. Vielleicht hätten wir denen noch mehr wehtun können und auch gewinnen können hier sonst. Also eins ist klar, wir werden da akribisch weiterarbeiten, werden das aufarbeiten und werden alles daran setzen, nächste Woche in Paderborn zu gewinnen. Und da brauchen wir auch wieder die Fans, die tollen Fans im Rücken. Und nochmal, die Fans, die auch hier waren, haben am Tribut gezollt. Die Mannschaft hat trotzdem applaudiert, obwohl in die Kurve gegangen sind, trotz Derby-Niederlage. Und das ist für uns alle auch ein wichtiges Zeichen, dass die Werder-Fans da sind. Und ja, wir müssen dafür auch jetzt nächste Woche besser spielen. Ich wollte gerne auch sehen, dass wir nach vorne marschieren ohne Ende. Aber nochmal, wir sind realistisch, wir sind im Tabellenkeller da, Situation, aber nochmal, das ist, müssen wir einfach Spiel zu Spiel arbeiten, Woche zu Woche und versuchen wir, das uns verbessern. Wir werden jetzt weiter Vollgas geben, und um an die letzten Wochen anzuknüpfen, und ich denke, zu Hause, da gibt es ja nur Vollgas auf drei Punkte, und das werden wir so angehen.